Heidewitzka war das eine Saison. Krolleck machte mit Essen das Unmögliche möglich. Nachdem alle Experten den ersten Abstieg in seiner Karriere vorausgesagt haben, schaffte es Krolleck und sein Team irgendwie den Bock noch einmal umzustoßen. Hätte die Saison nur die Rückrunde, wäre das einfach der Aufstieg gewesen. Die Ziele für diese Saison sollten damit doch eigentlich klar sein, oder? Mit so einer Rückrunde hat, glaube ich, niemand gerechnet. Ich war überzeugt davon, dass wir es schaffen können, aber so souverän puh. Das Ziel für diese Saison ist klar. Wir wollen um den Aufstieg mitspielen, ohne Wenn und Aber. Dafür müssen wir allerdings noch einige Stellschrauben in Bewegung setzen. Es werden einige Leute den Verein verlassen und gerade bei den Einkäufen achten wir gezielt darauf, was Sinn für uns macht. Wir wollen nicht wahllos jeden Hempel einkaufen. Und jeder, der Krolleck kennt, weiß, dass dieser sich auch sofort an die Arbeit gemacht hat. Neben der Leihspieler, dessen Verträge aufgrund Kooperationsverträgen endeten, verließen drei weitere Spieler den Verein. Darunter unter anderem Joachim Soltvedt. Der Schwede verlor seinen Stammplatz sehr zeitnah an Enali und kam auch nie so wirklich in Essen an. Joachim wechselt für 200.000 Euro nach Lok Leipzig. Abgang Nummer 2 heißt Lemar, dieser wechselt ablösefrei nach Magdeburg. Aufgrund der Jugendspielerflut war für diesen kein Platz mehr im Kader, so Krolleck. Abgang Nummer 3 gibt kleine Flashbacks. Der im Winter gekommene Julian Schwermann zieht auch schon wieder weiter nach Elversberg. 400.000 Euro stehen hier im Raum als Ablöse. Schwermann baute trotz glorreicher Rückrunde extrem ab und versteckte sich eher in den Spielen statt zu glänzen. Weshalb Krolleck den nächsten defensiven Mittelfeldspieler nach nur 6 Monaten wieder vom Hof jagt. Ich mochte Julian, aber was sollen wir machen? Wenn es am Ende einfach nicht reicht, dann reicht es am Ende einfach nicht. Ich brauche diese Saison Leute im Kader, die wissen, worauf es ankommt und auch den Konkurrenzkampf annehmen. Dass es davon Stand jetzt wohl noch nicht so viele zu geben scheint, sieht man an den Zugängen. Bisher verpflichtete Krolleck gerade mal 3 neue Spieler für die anstehende Saison neben der 4 Jugendspieler, eigentlich sollten es 5 werden. Krolleck beschäftigte sich intensiv mit dem vereinslosen Torschützenkönig der letzten Saison. Dominik Martinovis stand kurz vor einer Unterschrift an der Hafenstraße, entschied sich jedoch im letzten Augenblick gegen Essen und für Belgrad. Ein herber Rückschlag für den Trainer, Martinovis stand auf der Wunschliste des Coach ganz oben. Nun muss dieser sich einen Plan B ausdenken. Für den größten Aufreger der Transferphase sorgte aber die zweite Personalie, Krolleck war stinksauer. Wir waren im guten Austausch mit Niklas Willisommer, der für die Rechtsverteidigerposition vorgesehen war. Während eines Telefonats brachte ich ihm Essen näher, unsere Philosophie und wo wir hinwollen. Als ich dieses tat, legte er aber einfach auf. Sowas ist mir noch nie passiert. Als ich ihm dann per WhatsApp schrieb, warum er einfach das Gespräch beendet und dass sich so etwas nicht gehört, bekomme ich als Antwort eine Memo mit diesem Inhalt. Ich hab dich zu dekassiert! Und dann tut's mir leid, ein Kurt Krolleck wird alles aber nicht angeschrien. Deswegen haben wir erstmal Abstand von einer Verpflichtung genommen. Kommen wir aber nun zu den 3 Neuen in Essen. Robert Wagner wechselt für eine Rekordsumme von 1 Million Euro von Freiburg nach Essen. Dieser unterschreibt einen 5-Jahres-Vertrag. Der junge zentrale Mittelfeldspieler hat eine Menge Potenzial und soll im Aufstiegsrennen mithelfen und sich weiterentwickeln. Krolleck hatte auch relativ schnell Plan B parat auf der Stürmerposition, nachdem man den Wunschspieler nicht bekommen hatte. Und die B-Lösung sollte einigen ein Begriff sein. Der Ire Shenlong wird sich die kommende Saison das Trikot der Essener überstreifen. Der 35-Jährige war vereinslos und bringt eine enorme Führungsqualität und Erfahrung mit, wovon Gradfink was lernen soll. Hey, ich bin Long. Ich happy in Essen zu sein. Main German is not so good, but I try. I hope I can give the Mannschaft the stability to perform on a other level. The level to the Zweite Bundesliga maybe. I hope the fans happy with me and I can give 100%. I hope I score as many goals this season. And if not, I drive to the Old Kerms Platz for party. So walks the rabbit. Wir holen uns mit Shane einen kompletten Stürmer an Bord und ich denke, Gradfink wird davon profitieren. Des Weiteren kann ich hier vermelden, dass wir diese Saison keinen weiteren Kooperationsvertrag abschließen werden. Wir arbeiten diese Saison nur mit Ajax Amsterdam eng zusammen. Und auch dieses Jahr schicken sie uns jemanden rüber. Und ich bin ehrlich, der Kerl würde in jeder Zweitligamannschaft Stamm spielen. Die Rede ist von keinem geringeren als Williot Swedberg. Der 18-jährige Schwede ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. Ein Spieler, der ohne diesen Vertrag nie in die dritte Liga gewechselt wäre.
Man darf gespannt sein, wie er performen wird. Einer träumt anhand der aktuellen Transfer schon wieder von den großen Zeiten, nachdem es in der Rückrunde eher ruhiger um ihn wurde. Kultfan Glockenhorst ist zurück. Ich will jetzt sagen euch allen, also ist egal, ich komme von Herzen, dass ich fick lebendig bin. Und das kann ich bestätigen. Halleluja! Hast du wieder ins Schlafzimmer? Ja, ich guck rein. Wie bitte? Der Tiger scheint wieder geweckt worden zu sein. Glockenhorst ist absolut heiß auf die neue Saison und träumt schon wieder von den ganz großen Pokalabenden. Und irgendwann einmal spielt Rot-Weiß Essen international! Oh! Und irgendwann einmal spielt Rot-Weiß Essen international! Oh! Dortmund, ihr Wichser! Den Kerl kann man doch nur lieben, haha. Der Druck ist hoch diese Saison, allerdings macht sich Krolleck den Druck selbst mit seinen Zielen. Den Fans wird's gefallen, auch aufgrund des guten Starts im ersten Ligaspiel gegen Köln 2. 1:0 hieß das Ergebnis am Ende. Torschütze Roens Enauri. Am nächsten Spieltag geht's direkt nach Duisburg zum Derby, wo man die Form bestätigen will. Wir wollen gewinnen, ganz klar. Es wird natürlich keine Einfachsaison. Wir wollen unter anderem die jungen Spieler gut integrieren, damit diese sich bestmöglich entwickeln können. Dafür helfen uns gerade die alten Hasen um Schnatterer, Long, Wunderlich, Bastian sowie Elmann. Wir werden mit Sicherheit Rückschläge in Kauf nehmen müssen, aber das Endergebnis muss stimmen. Wir wollen in Liga 2. Krolleck wie gewohnt kämpferisch. Ob auf dem Transfermarkt noch was passiert, wird man nicht ausschließen können, da dieser erst knapp 2 Wochen auf ist, aber das wird die Zeit zeigen. Und somit bleibt uns nur noch zu sagen, viel Spaß im Stream oder auf dem YouTube-Kanal mit der zweiten Saison. Auf dass sie ähnlich spannend wird wie die erste. Tell können wir nicht ausleihen. Der hat auch nur 1,5 Sterne. Aber der spielte bei Bayern München. Der hat gar keinen Bock. Und bei Willi war das Problem. Ich musste mir bei Willi was aus dem Arsch ziehen, weil Willi will nicht. Willi will nicht. Ich finde, der Kader ist echt stark, ne? Für dritte Liga ist das eine Ansage aus meiner Sicht. Kader ist sehr, sehr jung. Sehr, 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 sehr jung. Also ihr seht es hier schon. Und deswegen auch Shane Long geholt. 35, 36, 36. Wir haben super viel, Wunderlich auch noch 36. Wir haben super viel junge Leute drin. Aber alle mit einem extrem guten Potenzial. Klar, 2,5 Sterne. Aber die Chance ist sehr, sehr hoch, dass wir Talentaufwertung bekommen könnten. Ne? Ja, und Bastian ist auch noch 34. LA kackt halt rein. Hat im ersten Spiel direkt genetzt. Ohne den hätten wir unentschieden gespielt. Wie viel stärkste Mannschaft? Platz 5 nur. Komischerweise ist der Kader nur Platz 5. Dresden ist auf Platz 1. Ich weiß nicht, was die eingekauft haben. Saisonziel, ja, haben wir gerade in den News gesagt, um den Aufstieg mitspielen. Geiler ist in der zweiten Mannschaft. Weil die zweite aufgestiegen ist. Zweite Mannschaft ist aufgestiegen und wird auch simuliert. Somit machen die auch ihre Spiele und wir können auch ein bisschen schauen, zweite Mannschaft. Klar können wir da nicht so viel Geld ausgeben, weil das Geld brauchen wir halt auch irgendwo für die erste Mannschaft. Aber es wird simuliert und somit haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Leute, die gerade nichts für die erste Elf sind, aber trotzdem Spiele machen bei uns, sollte sich jemand verletzen, können wir die halt reinschmeißen. Ja, Oberliga-Dings, Jungs, wisst ihr, erste Saison wirst du irgendwo reingepackt. Ne? Wir werden dann West kommen, denke ich. Nächste Saison. Oder Niederrheinliga ist das ja, ne? Aber das ist immer, wenn du aufsteigst, die packen dich irgendwo rein. Das wird nächste Saison angepasst. Aber das sieht gut aus, ja? Wagner ist natürlich geplant als Erster, aber der muss erstmal ins Team finden. 5-Jahres-Vertrag ist für mich aus meiner Sicht, auch wenn wir aufsteigen, absolut, absoluter Zweitligaspieler. Also das wäre jemand, den wir von der zweiten Saison bis Ende behalten können. Safe.
Svedberg ist diese Saison da, aber Bruder, ey, den muss sie mitnehmen, ne? Den muss sie einfach mitnehmen. Und mit den ganzen geilen jungen Leuten, die wir bekommen haben, die alle eine Chance haben, noch einen Stern dazu zu bekommen, sieht das wirklich gut aus, ne? Renier hier, den wollen wir auf links außen haben. Der soll sich mit Enali so ein bisschen abwechseln. Vielleicht kriegt er auch noch einen Stern dazu. Und für die rechte Seite haben wir, wie gesagt, Schnatterer und Manny Manés kleiner Bruder. Chili Moin Moin. Ja, und Prado hoffe ich, dass der einfach den dritten Stern kriegt. Normalerweise muss der den kriegen mit den Stärken, wenn er eine gute Leistung bringt. Aber der hat hier alles gestandene 70er, 80er Werte bei den wichtigen Stats, ne? Der ist halt krass, der hat alles 70 gefühlt. Wieso keine anderen Koops? Weil ich gefühlt nicht alle Vereine, aber ich bin super viele Vereine durchgegangen. Und bei einer Koop musst du den mindestens 80% der Spiele spielen lassen. Ich sehe aber keine Position, wo das funktionieren würde. Abgesehen Innenverteidigerposition, maybe Linksverteidigerposition. Problem da ist, es gibt keine gescheiten Spieler. Es gibt keine gescheiten Spieler in den Vereinen, die uns weiterbringen würden. Der Svedberg, der war auch irgendwo ein bisschen auf Krampf, dass ich den mitgenommen habe, weil die haben nichts anderes gehabt. Da war nur Keeper drin. Das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts. Und dann können wir lieber mit Ajax jetzt die zweite Saison noch nehmen, weil da hatten wir ja eh einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Und weitere Koops würden uns, unsere Spieler, die uns gehören, einfach kaputt machen. Ne, gerade einen Wagner auf der Position, da müssen wir auch schauen. Die beiden gehören nicht uns. Hier könnten wir ein Angebot machen am Ende, aber ich glaube, der wird auch schon zu teuer werden. Aber ich denke, Taylor haben wir besser ersetzt sogar. Ich finde, wir hätten den Taylor auch schon ersetzt mit einem Wagner. Dass wir dann den noch bekommen, ist schon stark. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist ein Bug. Das ist ein Bug, weil der das bei Ajax hat. Das werden wir nicht bezahlen müssen. Alles außer Ausschiebe. Ja, aber Chili, wir sind tatsächlich nur Platz 5, ne, mit der Truppe. Also Mannschaftsstärke. Da sind einige drüber. 1860 ist drüber. Dresden ist drüber. Wer war denn da noch? Da waren einige Vereine drüber. Ja, wenn wir aufsteigen, dann kann man nochmal wegen der Koop gucken bei besseren Vereinen. Weil wir dann auch Prestige ein bisschen mehr haben, ne? Aber ich finde, der Kader sieht echt nicht verkehrt aus. Wo wir schauen können, eventuell nochmal müssen, ist ein Rechtsverteidiger Backup. Zweite Mannschaft ist da echt dünne. Finde ich persönlich. Ah, und den habe ich noch hier. Den habe ich einfach mal mitgenommen. Der ist zur Leihe. Von Wolfsburg, 200.000 wäre die Kaufoption. Der hat noch Panik. Ich wollte irgendwann in der zweiten noch kaufen. Der sah so jetzt erstmal nicht verkehrt aus. Vielleicht ist das was, ne? Wir zahlen halt nichts für den großartig. Ja, mit Galla haben wir auf jeden Fall jemanden, der maybe schon zur Rückrunde ballern könnte. Aber ich will den erstmal hier lassen, damit wir hier ein bisschen weiter nach oben kommen, ne? Ja, und Shane Long kann ich euch auch zeigen, warum ich mich am Ende für den entschieden habe. Als Lösung B. Heldenstatus. Wir haben zwei Spieler mit Heldenstatus im Team. Nur plus zwei, aber besser als gar nichts, ne? Und 10 von 10 Führung. Ja, das war die Kombi. Führungsqualitäten 10 von 10. Und sollte der nicht spielen, haben wir immer noch ihn auf dem Platz. 8 von 10. Ne? Und Fox, wie gesagt, auch Heldenstatus plus 10 auf alle. Also die Truppe sieht auch, ihr seht das hier nochmal ganz gut. Das sieht nicht verkehrt aus.
300k Gehalt ist knackig, wir müssen aber auch anziehen, Jungs. Wir müssen vom Gehalt her anziehen. Weil ansonsten kriegen wir Probleme in der zweiten Liga und kriegen dann Leute nicht, obwohl wir Prestige haben, aber wir können das Gehalt nicht bezahlen, weil die Spanne im Team nicht groß genug ist. Wir brauchen die Steps. Ne? Hol Sommer. Marshall, wenn du mit Forderungen in den Stream kommst, erwarte ich von dir, dass du zum Start dabei bist, damit du mitbekommst, warum wir Sommer nicht bekommen. Wir kriegen den leider nicht. Da können wir nichts tun. Ne? Ja, Vorbereitung war maximal beschissen. Ihr seht, ich habe nicht viel gemacht. Das musste ich machen, weil die letzten Transfers dann hier kamen. Ne? Weil die letzten Transfers hier kamen. Und das brauchte ich nicht mehr machen, weil wir hier alles haben. Ja? Ich verlängere jetzt gerade nochmal mit Tarnath, Bastians, Fox, Niemeyer. Einfach aufgrund, dass sie eine andere Rolle im Team kriegen und keinen Stress machen. Weil Niemeyer als Stammspieler, da ist er die Saison nicht mehr. Der kriegt hier eine andere Rolle, dadurch nochmal einen anderen Vertrag. Und wenn das gar nichts mehr ist, gehen die in eine zweite Mannschaft. Aber die waren von Anfang an halt dabei. Ne? Und Tarnath ist halt, wie gesagt, erste Mannschaft. Hoffe, dass der durch den neuen Vertrag nochmal einen kleinen Push kriegt. Den hier werden wir abgeben, Völke. Weil er in der Vorbereitung ein paar Mal verletzt war. Und das ist der Plan. Prestige Krog 5-3. 5-3. Wie gesagt, geplant ist erstmal nichts mehr zu holen. Ich werde mir aber den Transfermarkt im August nochmal angucken. Hier so in der Woche. Werden wir nochmal reingucken, weil da wird sich nochmal ein bisschen was tun an Spielern. Aber aktuell finde ich, dass wir auf jeder Position gut besetzt sind. Was wir noch überlegen könnten, wäre ein Rechtsverteidiger Backup. Maybe. Ne? Aber wir müssen halt auch schauen, dass sich unsere Leute, die wir da haben, entwickeln, wenn wir aufsteigen. Weil ansonsten müssen wir in der zweiten Liga gefühlt komplett 11 neue Leute holen. Und das will ich eigentlich nicht machen. Ne? Und ihr müsst auch beachten, ja, bei dem Geld, was wir haben, müssen wir eigentlich noch was machen. Aber Infrastruktur sind wir auch am Arsch. Heißt, das Geld, was wir über haben, können wir easy in die Infrastruktur reinballern. Weil da müssen wir auf jeden Fall auch noch höher kommen. Das ist zu wenig. Sei es Bürogebäude für Mitarbeiter, noch einen zusätzlichen dazu. Schulungszentrum für die Brasilianer und all sowas. Ne? Was ich jetzt aber gerade erstmal ausbauen wollte, war das Vereinszentrum, weil wir dadurch Bonis bei Spielerverhandlungen bekommen. Und in der letzten Zeit haben wir halt gesehen, dass wir das gut gebrauchen können, weil wir super viele Spieler einfach nicht bekommen. Ne? Und das ist jetzt erstmal die Prio. Kann ich aber noch nicht machen, weil ich kein Geld verschieben kann. Geld verschieben kann ich erst in 2,5 Wochen, glaube ich. Dann verschiebe ich hier ein bisschen, dass wir Vereinszentrum ausbauen können. Und dann können wir schauen, was überbleibt und wie die performen. Ne? Macintosh weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das geht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Zockst du FM auf WM4? Also, Stand jetzt ist das die letzte Karriere vor FIFA. Weil wir haben jetzt 4 Wochen Zeit für die Karriere. Ich denke, das ist eigentlich ausreichend. Also 4 Streaming-Wochen. A, in der Regel 3 Streams pro Woche. Ich finde auch, dass das eine runde Sache ist. Ein Monat finde ich schon okay. Heute ganze Saison, nee, Halbserie immer. Immer eine Halbserie, weil ich dann auch schon wieder das Best-of schneiden muss für morgen, dass es morgen online kommt, damit am Sonntag die Leute die Chance haben, die nicht im Stream waren, up-to-date zu sein. Und ich halt auch wieder eine Breaking News machen muss noch. Das dauert halt auch wieder. Und wenn ich eine ganze Saison heute mache, dann wird den Rahmen einfach sprengen.
So, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Wir können wieder die obligatorische Wette zum Start machen. Sieg, Niederlage, Unentschieden. Tabelle sieht aktuell so aus. Duisburg hat unentschieden gespielt im ersten Spiel. Wir haben gewonnen. Also ich will oben mitspielen. Dass wir gesehen haben, dass viel passieren kann in der Liga. Letzte Saison, Hinrunde wären wir abgestiegen und Rückrunde wären wir aufgestiegen. Von daher, let's go. Doppelkampf, die Sau, ey. Sweatback fügt sich gut ein mit einer 5-5, stabil. Wir lassen laufen. Sweatberg, so, da bist du doch. Ah ja. Gut gedreht. Shane Long kommt rein. Pardo 2-5 ist sehr gut. Lanzane 4. Boah, wir müssen halt auch irgendwie ein bisschen noch gucken, dass wir die Frische ein bisschen reinkriegen. Aber ich nehme Schnatterer raus. Und ich will alleine schon aufsteigen wegen den Wechseln. Dass wir mehr Wechsel haben. Wichtig. Wichtig. Warum ist meine Maus im FM so schwammig? Nothing to say. What is my dad? Du musst im Fenstermodus spielen. Fenstermodus in den Einstellungen aktivieren. Ah, und ich habe Spielerbilder drauf gemacht. Fällt mir gerade ein. Spielerbilder haben wir drauf. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Ist gerade wahrscheinlich ein bisschen untergegangen. Unterschreibt. Sehr gut. Geht auf eine 68 hoch. Erstes Tor der Karriere. Sehr gut. Stimmung ist da. Für Prado habe ich das Bild genommen. Keine Ahnung, ob man den kennt. Weiß ich nicht. Wer war noch? Hier, der war da. Wer war denn noch? Der Geiler hier, ne? Marvel, einfach im Fenstermodus auf FM Zocker gehen, da in die Spielerdatenbank runterladen und das Bild einfach hier reinziehen. Und dann ist das direkt drauf. Also quasi einfach hier, Bild habe ich jetzt angeklickt von meinem Desktop. Zack. Im Fenstermodus aber bei der Schrift abgeschnitten, gibt es da eine Lösung. Du kannst hier das an eine Seite draufklicken und dann kannst du das Fenster verschieben, wie du willst. Wenn ich es jetzt so mache, dann ist halt schwierig. Wenn abgeschnitten ist, einfach ein bisschen regeln an den Seiten. Sollte kein Problem sein eigentlich. Hier hatte ich nochmal zwei Angebote gemacht. Die wollen aber nicht. Niemeyer verlängert auch. Jugendspieler kommt zu ihnen. Vitali Metz. Boah! Scheißposition! Schwache Nerven, auch Kacke. Ingolstadt 16er, die waren letzte Rückrunde waren die echt nicht gut, ne? Aber die haben keinen schlechten Kader. Die waren mit oben drin, glaube ich. Ja, Beister, herzlichen Glückwunsch. Wichtig. Schnatterer macht ein Tor und kriegt eine 5? Boah, Defense auch Katastrophe. Bring mal Bastians hinten rein. Eigentor! Die haben Schiss! Die haben Schiss! Pardo! Wir müssen aufsteigen. Punkt. Na, richtig. Pardo, ich sag immer Pardo. Prado heißt er. Praline. Sehr gut. 9 Punkte. Dresden-Regensburg. Bayern ekelhaft, ne? Bayern zweite immer unangenehm. Dortmund zweite gleiche. Ey, aber wir haben die meisten Zuschauer. Was haben wir hier? Eher nicht so viel, ne? Wollen für den zweiten eventuell. 49, sag mal. Für die zweiten Mannschaft hätte ich jetzt gedacht. Manuel! Mein Gott, Long, Junge, was ist denn los? Du bist Kapitän hier, die nehmen sie alle noch ein Beispiel dran. Krass, Niki verletzt, ist zweite Mannschaft. Sehnenreizung. Wer macht denn sowas? Eventuell können wir den auch kaufen. Müssen wir mal schauen, wie der sich macht die Saison.
Weil so teuer dürfte der eigentlich auch nicht werden. Boah, gegen Monoholm! Monoholm! Die haben gar nichts mehr gefühlt, ne? Bradley Fink! Bruder, wenn ich durch sowas jetzt nicht auf 80% komme und wir müssen das Gehalt bezahlen, dann haben wir ein Problem. Seegert! Wieso machst du das? Ich hoffe, der ist nicht lange verletzt, ansonsten bricht uns zentrale Achse weg. 2-0 nehmen wir mit. Wunderlich mit einer 1. Erster. Stark. Hüftverletzung. Fällt nur aus. Abpfiff, Chat. Mach Ende und gut ist. Hier bedanken sich erstmal alle, weil ich einfach ein krasser Trainer bin. Mannschaft der Woche, wunderlich. Restaurantbesuch geht auch nochmal hoch. 12 Tage. Bah. Hörst du ein bisschen kränklich an? Ja, irgendwie. Ich war 2 Tage krank. Halsschmerzen gehabt. Dann war das weg. Und gestern lief mir auf einmal von jetzt auf gleich die Nase volle Pulle. Normalerweise ist bei mir, wenn ich krank werde, Halsschmerzen, die gehen weg. Dann läuft die Nase. Und wenn die Nase gelaufen ist, dann wieder gesund. Sportlichen Ziele aggressiv. Er weiß der Bus auch, wenn jetzt die Mannschaft total überaltert sei? Ablehnung. Wo lebst du denn? Sturm für ausreichend halten. Starke Zustimmung. Minus 10. Ja, bei manchen Sachen ist das da so. Da verstehe ich auch nicht. Als wenn ich hier meine eigenen Stürmer hier wegfronte. Wem willst du das denn erzählen? Sturm ist ausreichend. Ich hoffe halt, dass wir diese Saison mal ein paar Sterne dazu kriegen. Kann ich leider nichts sagen. Boah, gegen Bremen, Jungs. Pokal. Wäre halt schon geil, wenn wir da eine Runde weiterkommen. Ich glaube, ich stelle gegen Bremen auf Konter. Ansgar Knauf haben die geholt. Boah, das funktioniert ja gar nicht. Konter raus. Wir machen das eigene Spiel. Schnatterer, wichtig. So, Long. Zeig mir, was ich dich geholt habe. Scheiße. Wieder knapp, ne? Ich glaube, erste Saison sind wir in eine Verlängerung rausgeflogen. Gegen Hannover. Schade. Aber Ergebnis an für sich gut. Die sind letzter. Schieß die ab da. Und keine rote Karte. So. Wichtig. Riedel rein. Fink hat eine gute Partie gemacht. Dann nehmen wir die Form mit. Es läuft echt gut gerade. Und schon müssen wir was machen. Wir haben keinen Rechtsverteidiger im Team. Wir haben keinen Rechtsverteidiger. Oh, Bruder! Aufstieg müssen wir. Schnatterer super stark. Aber auch schon seit der Verpflichtung. Ich will einen Deutschen holen neben den ganzen Brasilianern da. Sorg hat auch plus Erfahrung nochmal. Problem ist, wir müssen reagieren, ne? Wir haben ja gar nicht lange. So könnte er sogar noch da sein. Das könnte schnell gehen jetzt. Komm. Dann probiere ich das so. Müssen wir einmal ausprobieren. Mappen, ey. Da kommen die ganzen Brocken, kommen ja alle noch. Cottbus. Philipp Max nach Leipzig? Interessant. Hier Geldgier, ey. Eine Platte bringt uns nichts. Der kann nur links. Letzte Wort. Man muss den Druck machen, den Bruder. Ansonsten checkt er es nicht. So. Heißt, Baukosten 3 Millionen. Die können wir auch komplett verballern. Aber erstmal will ich das Vereinszentrum hier haben. Spielerverhandlung, Premium-Sponsoren. Rein. Trainingszentrum. So, 2 Sachen, die wir auch schon wieder jetzt mal erstmal nach oben bügeln. Luxusvertrag für ein Notnagel-Backup. Ist ja nicht richtig, Dino.
Wir brauchen ja auch einfach jemanden. Aber Cottbus ist Aufsteiger, ne? Normalerweise muss er die wegmachen, Jungs. Sag ich euch, wie es ist. Cottbus ist Aufsteiger. Torwart mit einer 4, du stimmt mir aber auch nicht positiv. 3, 5. Ey, der Prado trifft oft, ne? Guter Mann, aber irgendwie komische Noten. Ich hoffe nicht, dass der wieder eine Abwertung kriegt. Mann, wo sind die Last-Minute-Siege? Torwart, Chat. Der Torwart war schuld. Oh, das wird schwer, ne? Bayern, ne? Dresden, Magdeburg. Zwei Unentschieden in Folge. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Wir in Wiesbaden. Hier kommt eine kleine... Okay, hier kommt ein Kurztrainingslager. Dann passt das. Und dann geht es direkt weiter mit denen von oben, ne? Ja, Bayern darf nicht aufsteigen, aber ist ja trotzdem ekelhaft, gegen die zu spielen. Weißt du, wenn die da keine Ahnung wen rumreden haben, ist halt nicht gut für die Moral, wenn er da auf einmal richtig auf Fresse... Kretz, was ist denn hier los? Ey, Golz, Junge. Mach es. Topform. Ich wechsle mich gleich selber ein, ne? Chat, Schnauze voll. Ich sag einfach mal, der Golz hat den Elfmeter gehalten, ne? Der hat ihn gehalten! Sonst hätte er keine Eins. Mockenhaupt spielt er. Fink mit einer gelben. Offensiv passiert mir ein bisschen zu wenig. Der wird eine Abwertung kriegen, ne? Svedberg. Ja. Wichtig. Ey, Golds 1-5. Stabil. Verletzt sie jetzt wahrscheinlich auch wieder nach einem Spiel. Kamavinga nach Espanyol? Leihgebühr 11 Millionen. Ciao. Wäre einer für uns, Chat, ne? Oder wie seht ihr das? Ich würde den absolut bei uns sehen, ne? Leihgebühr größer als sein Kaderwert. Das ist doch nicht schwer, ey. Longley nach Porto. 38 Millionen. Was sind das denn hier schon wieder für Ablöse? Wie gut ist der denn? Mohamed Al-Hakkar. Wir haben gerade richtig eklige Dinger hier wieder, ne? Zollner Scheiß. Meine Nase läuft auch. Ich habe auch eine Infektion, Bradley. Hast du dich angesteckt bei mir? Können gleich mal überlegen. Wobei, ist die Pause? Ist die Pause? Ist der Long bis dahin noch verletzt? Lassen wir den mal ran. Weil der netzt. Aber scheint ein Treter zu sein. Habt ihr gesehen? Ich hoffe, ihr habt Spaß hier, ne? Hoffe ich nicht. Ich hoffe einfach nur, dass wir aussteigen. Aufsteigen. Aussteigen wahrscheinlich. Bradley Fink, da bist du wieder. Ey, guck mal, der macht doch gute Leistung, aber nicht. Ah, jetzt hat er endlich mal eine gute Note. Stark. Renier auch direkt eine 1. So lobe ich mir das. Form mitnehmen. Schnatterer, wichtig. Der Tome, der andere Jugendspieler. Was ist denn jetzt passiert? Drei Einwechslungen haben alle gezündet. 1, 2. 2-5? Ja, aber Tarnath hat doch eine 1 gehabt. Ja, Sauter wahrscheinlich. Mit Form 7 ins Spiel gegangen. Zwei Klöpse gerissen. Der hat zweimal den Schmollo gemacht. Müssen wir aber anders dribbeln. Das können wir uns hier nicht erlauben. Spielergespräch, Topform. Komm, wir geben dir mal die Chance. Nächstes Spiel mal auf Bank. Danny Fox! Stark. Fink, nehmen wir die Form mit, den Rest lasse ich laufen. Segert, maybe dann in der 68. mal eine Pause gönnen. Wenn wir. Ja, easy können machen. Die wollen es aber auch wissen, ne? Zweite Halbzeit, weil letzte Saison unsere Stärke war, scheint jetzt unsere Schwäche zu sein. Aber alles knapp, ne? Kein Spiel verloren, trotzdem nur Dritter. Sensation Wagner, Tome, Svedberg, Prado, Renier. Sauter Erfahrungsstufe, stabil. Madueke führt in der Bundesliga die Liste an. Wen haben die denn verarscht? Lacazette bei Leverkusen. Ey, gerade netzen die Stürmer, ne? Boah, jetzt gegen Dresden, das wird eine Schlacht werden. Long wäre wieder ready, aber eine absolut beschissene Form, aber...
Müssen wir mitnehmen. Bradley fängt Doppelpack. Endlich einen Stürmer, der läuft. Endlich! Überragende Partie von dem Brasilianer hier, ne? Jetzt bitte nicht wieder drei Tore kassieren. Jawohl, Junge! Er ist Maschine. Wen lassen wir? Wichtig! Sehr gut! Da sind wir wieder. Ey, wir spielen eine kranke... Im Prinzip bestätigen wir einfach nur die Rückrunde, ne? Mit den drei Transfers, die wir da gemacht haben. Mal abgesehen der Jugendspieler. Guck dir das mal an. Ich das neu erleben darf. 69, perfekt. Jetzt spielen wir gegen Halle. Halle werden wir mal hier. Weil das geht ja nicht hier so die ganze Zeit. Martinovic nach Belgrad. Wir haben mit dem verhandelt, aber Belgrad auch. Und am Ende hat er sich für Belgrad entschieden. Training geht an die Substanz, alles im grünen Bereich. Sie machen alles richtig, alle werden hier gleich behandelt. Ich bin froh, hier zu sein. Ist der Kader schon zweitligatauglich? Na, noch nicht, nee. Die Auf- und Abwertung beide Male muss zünden. Dann, ja, auf jeden Fall haben wir dann ein gutes Grundgerüst. Wenn die sich so machen, wie wir uns das vorstellen, haben wir ein gutes Grundgerüst. Ich habe nur ein bisschen Schiss bei dem defensiven Mittelfeldspieler. Weil zwei Halbserien in Folge minus drei auf der Position, unangenehm. Schnatterer verletzt, den hätte ich eigentlich aber auch geschont für das Spiel. Super Spiel, Tarnath, hat sie gelohnt, top. Sorg auch stark, also hier geht alles, ne? Also durchmarschieren werden wir hier nicht. Bruder. Wie kann man das denn verkacken gegen die? Die haben bis dato haben die einfach nur 13 Hütten gehabt, ne? Oder 12 sogar nur. Gegentore zu viel. Ja, 8 Spiele noch, Chili, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Spiele haben wir noch. Also bis Winterpause. 9 Stück. Da sind aber schon 2 Spiele von der Rückrunde drin. Wenn da der ein oder andere bei wäre. Im besten Fall auch so ein bisschen. Muss nicht mal zu jung sein, aber nicht jetzt wieder nur so 34, 35-Jährige. So 25, 26, 27, 28. Das wär ganz geil. Davon fehlen uns so ein paar Leute. Ja, Sauter kriege ich nicht gedribbelt, das ist das Problem. Keine verletzten Spieler mehr, das ist immer das Geilste, was du lesen kannst, ne? Für die nutzen die Pause, aber geldtechnisch stehen wir gut da. A-Union gewinnen auch gegen St. Pauli. Also bei den Verteidigern, das kann doch nur noch an dem Alter liegen hier, oder? Dass der hier so gar nie in eine Spur kommt. Gibt's doch nicht. Let's go. Vierter sind die. Hier muss ich drauf lassen. Fink! Wichtig! Punkt können wir mit leben, glaube ich. Ich glaube, die haben einen wesentlich besseren Kader, ne? Pardo, wichtig. Ja, Long, wenn du am Ende des Tages einfach nur da bist, dass wir einen stabilen Kapitän haben, dann hat sich da trotzdem auch gelohnt, dich zu verpflichten. Aber Fink tut das, was er tun soll. Treff. Wagner Spielmacher. Können wir mal schauen, ja. Verlängern geht leider nicht. Der möchte aktuell nicht verlängern. Mit dem Aufstieg denke ich schon. Aber dafür müssen wir erstmal aufsteigen. Dortmund unangenehm. Auch wenn die unten drin sind. Knapp nehmen wir auch mit. Auch wenn die unten sind, aber eigentlich vom Kader her 19. Platz, eigentlich ein Witz bei Dortmund. Wir bleiben dran. Osnabrück aber einfach echt stark, ne? Das wäre einer hier. Aber den wirst du da nie wegkriegen. Es könnte tatsächlich sein, dass der diesmal keine Abwertung kriegt, der Defensive. Weil er war jetzt schon zweimal in der Mannschaft der Woche drin.
Die Statistik sieht eigentlich gut aus bei dem. Ja, wenn wir aufsteigen, können wir, glaube ich, auch Sauter verlängern. Aber steht und fällt halt damit. So, Trainingszentrum ist fertig. Heißt, wir könnten doch normalerweise hier Trainingsplätze jetzt machen, oder? Nee. Trainingszentrum muss noch eins hoch. Wellness? Dann machen wir Wellness. Ihn mal ja abgelehnt, da können wir mal den Vertrag erhöhen hier. Ablöse, zack. Tan hat alle Trainingsziele erreicht. Ja, Abfahrt, dann weitermachen. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläumsspiel. Fing dauerhaft, ne? Gefühlt jedes Spiel richtig konstant am Netzen. Ich habe schon einen Wechsel notgedrungen weg. Da sind wir wieder! Last Minute Essen ist wieder am Start. Robert Wagner. Uwe Bech. Oh, Lucky. Osnabrück hat verloren. Ey, aber Fans, Platz 1, ne? Kann leider das Stadion nicht ausbauen. Wir haben kein Dings. Keine Kohle für Stadion. Brauchen wir, glaube ich, 2 Millionen oder so. Ah, Bastians, da musst du jetzt regeln. Und Erfahrungsstufe 72, Chat. In Liga 3. Absoluter Zweitligaspieler schon. Was? Verlängert sich. Ah, nicht so geil. Gornik Goal. Talenterhöhung nur, wenn die Saison vorbei ist. Ach so, das war das, was wir gerade gelesen haben. Ja, ja, das war das, was wir gerade gelesen haben. Bleibt bei 7 Wochen. Das wird dann wahrscheinlich jemand sein, der in der zweiten Mannschaft geht. Ist dann halt so. Ich hoffe, dass die Jugendspieler einen Push kriegen. Das wäre echt wichtig für die zweite Liga. Neuer IV im Winter. Gucken, was da ist. Aber IV tatsächlich einen Jüngeren dann. Der Potenzial hätte auch in der zweiten Liga zu zocken. Das könnte sich ein bisschen schwierig gestalten. Aber vielleicht haben wir Glück. Sidi B. Gegen 60 tun wir uns aber immer schwer, ne? Da war ja gefühlt überhaupt keine Gegenwehr da. Aber knappes Spiel, die waren einfach effektiv, ne? Aber Osnabrück nur unentschieden. Aber dafür rückt jetzt 1860 wieder da oben rein. Das wird auf jeden Fall noch eine Challenge werden. Wen haben die denn hier geholt? Laurenz Dehl. Ja, sowas. Löwenkranz! Bitte lass den gut sein, bitte lass den gut sein, bitte. Ein Löwenkranz, bitte, der muss gut sein. Chat, der muss gut sein. Geiler, drängt sie auf, ist hier. Peter Rosenkranz Löwenkranz, das ist er, der Sohn. Ich habe nicht drauf geachtet, Dings. Ich habe nicht drauf geachtet, ob da Riesentalent oder irgendwie sowas stand. Jahrhunderttalent wäre geil gewesen. Ja, der scheint nicht gut zu sein. Da war überhaupt kein anderer dran, nur wir. Boah, vom Wegen! Guter Mann! Ist alles hier. Muss aufgestellt werden. Zentrale Position. Der ist fleißig. Den könnte man auch ZDM. Sollen wir den vielleicht ZDM, Chat? Weil fleißig ZDM eigentlich gut. Mach ich Fernschüsse. Wobei, warte mal. Ich bin mal Fox, weil der Heldenstatus hat. Vielleicht hat er irgendeinen Effekt. Keine Ahnung. Wunderlich. Ich wusste, warum ich dich aufstelle. Wagner, 3 Vorlagen. So. Und da haben wir den Effekt. Jetzt bitte hinten nicht wieder 3 kassieren. Was macht ihr hier?
Wagner 4 Vorlagen. Und Enali, der Einwechselspieler, trifft und Bradley Fink macht den Deckel drup. Wir sind wieder Erster. Osnabrück 1-4 verloren gegen Bayern 2. Geilomatico. Wagner auch einfach ziemlich gut für. Ich war echt überrascht, dass wir den kaufen konnten. Aber weil er in Freiburg 2 rumgerannt ist, deswegen. Da muss man auch mal Glück haben. Und so einen brauchst du auf jeden Fall, um in Liga 2 ansatzweise bestehen zu können, wenn wir dann aufsteigen. Aktuell sieht alles danach aus, aber wir wissen, Hinrunde kann anders laufen wie Rückrunde. Mike möchte Spielmacher sein. So Panne oder was? Du hast da getroffen gerade. Segert mal, der Hallack, ey. Dieser Al-Hallak da, der macht mich fertig, ne? Schnatterer! Frau, du Fink! Zack! Da sind wir wieder! Zwei Punkte, Puffer, geil. Zwei Spiele verloren, Defense. Ist trotzdem schwierig, aber die kassieren halt auch alle so viel, ne? Und wir haben die beste Offensive der Liga, oder? Kauf die Sau, ich bin echt am Überlegen. Faule Erfahrungsstufe, Adduktorenzerrung? Ist 2 Wochen, oder? Guck mal, ich, Kurt Kröleck alias der Facharzt. Der Arzt ihres Vertrauens. Ich wusste vorher schon, wie lange der verletzt ist. Hier eine Schule gelernt. So, und schon wird der Sorg wichtig. Elektra Bayer kannst du rausrechnen. Ja, ja, das ist mir klar. Das ist mir klar. Aber Osnabrück wird wahrscheinlich mit 1860 zusammen so. Dresden nehme ich auch noch mit rein. Das wären so die, die uns gefährlich werden könnten da oben noch. Vielleicht finden wir geile junge Leute für den zweiten. Haben für sich auch keine schlechte Dings. Ey, Bradley Fink ist echt ein Phänomen. Bradley Fink! Er ist einfach gut, ne? Die kriegen eine Gelb-Rote und schießen nach Tor? Oh, tja, was machen wir? San Yang rein. Schnatterer ist eigentlich immer für eine Hütte gut. Big Points. Eine gute Truppe, ey. Tschulinov, guck mal, wer da rumrennt. Osnabrück hat hat gewonnen, hä? Ach, 60. 4-2 gegen Magdeburg. Aber 4 Punkte, Chat. Tordifferenz ist leider nicht für uns, eher für 60. Und gegen Osnabrück ist auch knapp. Kassieren trotzdem zu viele Gegentore. Also was auf jeden Fall unsere Defense jetzt schon zeigt, wenn wir aufsteigen, haben wir da echt Probleme, ne? Wenn wir hier in der Liga schon so viele Gegentore kassieren, wird das in der zweiten Liga, glaube ich, nie besser. Vielleicht könnte man da schon in der Winterpause was machen. Geld hätten wir auf jeden Fall ein bisschen da. In Kölle. Rückrunde fängt an. Nein, San Yang verletzt. Adduktorenzerrung. 2 Wochen. Weiß ich. Ja, dauert länger, ne? Aber jetzt, wir haben uns in der zweiten Saison schon echt gefangen. Erste Saison war echt wild. Aber das Schlimme ist ja einfach, wenn wir jetzt aufsteigen, sind wir erst in der zweiten Liga. Und wir sind als Aufsteiger da. Das wird auf jeden Fall nie einfacher werden. Aber ist geil. Macht Bock. So, Wellness ist fertig. Was hatten wir da? 300.000, ne? Kannst ja gar nichts machen mit. Was? Ja, Stadion 2,6 Millionen. Das wird dauern, ne? Plakatwand. Trainingsplätze. Gehen nicht wegen Trainingszentrum. Das ist scheiße, da warten wir noch. Fink einfach 13 Klötze. Schnatterer auch gut. Sehr gut sogar. Bradley Fink. Der holt sich die Torjägerkanone, ne? Alles andere wäre ein Witz. Hä? Ist das nicht der, den wir bei Lautern hatten? Sapai? Wichtig.
1860 München, wo sind die denn hier? 3-1. Auf einmal ist er da, ne? Ich hoffe, der Krieg, der hat viele Tore erzielt, plus 2 oder so, in der Winterpause. Viele Tore erzielt, plus 2. Wir haben endlich einen Stürmer, der netzt, der konstant netzt. Erinnert euch in der Lautern-Karriere, das war die Problemposition Nummer 1. Ey, der hat Mannschaftsrolle, du bist mein wichtigster Spieler, aber macht überhaupt kein Theater, ne? Der bleibt einfach hier sitzen. Chillt hinterm Fink, an dem er gerade einfach auch nicht vorbeikommt. Fuck! Der nächste Dämpfer, das gibt's doch nicht, ey! Aber nichts passiert, weil die anderen einfach zu blöd sind, ne? Das sind 60 Unentschieden. Mann! Wieso denn gegen Duisburg? Oh, ich wollte ihn für die Rückrunde in der ersten Mannschaft packen. Mann! Komm, ey, da muss aber was passieren. Wir sind Erster, Bruder. Auf- und Abwertung kann jetzt ein bisschen was passieren. Und nicht wieder nur Konstantwert hoch. So, Abfahrt. Sehr gut. Plus 2. Auch stark? Hä? Oder IV? Schwierig. Sehr gut. Ja, nicht minus. Alt und langsam, sehr gut. Hey, was genau bringt diese Aufwertung? Kann das mal einer erklären? Da wird die Hinrunde Revue passieren gelassen und je nachdem, was die für Leistung gebracht haben, kriegen die Stärkepunkte dazu oder abgezogen. Wird einmal die Entwicklung abgecheckt quasi. Aber die IV hat Minus gekriegt, ne? Immerhin auch kein Minus gemacht. IV-Konkurrenz nichts dabei. Das Problem ist einfach, wir werden, denke ich, also es sieht alles danach aus, dass wir aufsteigen. Ich will jetzt nicht irgendeine Krücken-IV holen, der uns nächste Saison einfach nichts bringt. Der Bremer da, der hätte wenigstens noch Potenzial, besser zu werden. Aber wenn ich jetzt da irgendeinen Dulli da hole, den können wir nächste Saison schon wieder absägen. Dann habe ich ein bisschen was zu tun für die Transfers noch, wo ich gucke. Kriege ich mal auf jeden Fall eine kurze Breaking News hin. Die wird diesmal wahrscheinlich nicht so lang werden. Dafür aber sollten wir aufsteigen, safe länger. Aber dann passt das. So kriege ich auf jeden Fall auch noch das Video für morgen geschnitten.